Unsere nächste Rednerin ist Katharina Nokun. Katharina Nokun war bis letztes Jahr im Herbst die politische Geschäftsführerin der Piratenpartei Deutschland. Also auf Bundesebene. Applaus bitte. Katharina ist jetzt, arbeitet jetzt für Kampakt und leitet die Kampagne Asyl für Snowden, die bereits 200.000 Unterschriften sammeln konnte. Katharina! Ja, vielen Dank und nochmal einen fetten Applaus für dich, dass du das alles hier auf die Beine gestellt hast und möglich gemacht hast. Ich finde das total klasse. Ja, also wir sind hier ja an einem historischen Ort und wir wissen nicht erst seit gestern, dass hier in Bad Aibling, aber auch in ganz Deutschland NSA und BND sich die Klinke in die Hand geben, wenn es darum geht, uns auszuspähen und abzuhören. Und das ist eine Schande. Unter dem Motto legal, illegal, scheißegal wird kopiert, was das Zeug hält, ja? Urheberrechte, Bürgerrechte, Wirtschaftsspionage, ach, das interessiert da gar keinen. Aus dem Innenministerium heißt es nicht etwa, das könnt ihr nicht machen, sondern Bürgerdaten müssen fließen, es muss noch mehr kommen, weil man muss ja international konkurrenzfähig sein, man möchte ja Weltmeister werden, wie bei vielen anderen Dingen. Und das nächste Paranoia-Package, das ist schon geschnürt, das liegt schon auf dem Tisch. Es geht um die Überwachung von sozialen Netzwerken und das wird nach der Sommerpause im Parlament nochmal heiß diskutiert werden. Ganze 300 Millionen Euro sollen dafür ausgegeben werden, uns auf Facebook und Twitter und Co. auszuspionieren. Und das heißt ganz lapidar aus den Geheimdiensten, nein, nein, wir wollen ja nicht irgendwelche Geheimdaten ausspionieren. Nein, das sind ja alles öffentliche Daten. Wir wollen ja nur so gucken, wie die Leute politisch ticken. Und da denke ich mir, das hatten wir schon mal in Deutschland und das möchte ich nicht nochmal. Ja, und ist es nicht abseits davon überhaupt eine bodenlose Frechheit, dass wir mit unseren eigenen Steuergeldern dafür bezahlen sollen, dass wir ausspioniert werden? Ich frage mich, wann kommt da die Überwachungssteuer, bei der wir noch abdrücken müssen dafür, dass wir uns blankziehen müssen vor dem Staat und ja, Bürgerrechte quasi dann hintenrum ausverkauft werden. Das ist nicht nur dreist, das ist obszön. Und ich denke, wer so eine Regierung hat, der braucht wirklich keine Feinde mehr. Keine inneren und keine äußeren. Denn so eine Regierung, die paranoid genug ist, 80 Millionen Bundesbürger als potenzielle Gefährder einzustufen und Gesinnungsdatenbanken zu fördern, ja? So eine Regierung möchte ich persönlich nicht haben. Und so eine Regierung wünsche ich mir abgewählt. Das ist für mich... Ein Geheimdienst, der so etwas betreibt, ist für mich kein Geheimdienst. Das ist institutionalisierte Paranoia. Ja, es gibt keine wissenschaftlichen Belege, dass dieser ganze Scheiß irgendetwas bringt, außer Menschen systematisch einzuschüchtern, außer politische Aktivisten einzuschüchtern und außer zu beweisen, dass die Grundrechte, unser Grundgesetz, das Papier nicht mehr wert sind, auf dem sie geschrieben sind. Es lohnt sich einmal anzuschauen, wie viele Leute eigentlich Konsequenzen gezogen haben. Ja, ich meine wirkliche Konsequenzen aus diesem ganzen Überwachungsskandal. Wie viele Leute wurden verhaftet? Wie viele Leute sind zurückgetreten? Wie viele Leute mussten rechtliche Konsequenzen ziehen in diesem Rechtsstaat, in dem wir leben? Ich sage euch ganz genau, wie viele es waren. Es war ein einziger, dem Gefängnis droht, nach wie vor. Und dieser jemand ist Edward Snowden. Und ich sage euch, lieber Herr Obama, liebe Frau Merkel, ihr habt den falschen Mann im Visier. Es lohnt sich viel mehr, mal die eigenen Dienste ins Visier zu nehmen, mal die eigenen Regierungen der letzten 10, 15 Jahre sich genau anzuschauen, wer da eigentlich welche Verträge unterschrieben hat. Ja, das Ganze ist ja nicht aus dem Nichts entstanden. Das Ganze ist ja auch nicht nur die NSA. Das Ganze ist viel mehr. Und da müssen wir uns gegenstellen. Wir müssen aufarbeiten und wir müssen auch dafür sorgen, dass die Leute endlich mal in den Knast kommen, die das verbrochen haben. Und es lohnt sich zu fragen, was würden wir eigentlich in der Situation tun, wenn wir an der Stelle von Edward Snowden wären?
Ich meine, wir wissen doch mittlerweile, dass Tausende Bescheid gewusst haben, all die Jahre. In Regierungen, in Unternehmen, in Geheimdiensten. Ja, diese ganzen Kooperationen sind ja nicht aus nichts entstanden und die sind ja auch jahrelang gelaufen. Und ist es nicht eine Schande, dass nur ein einziger Mann die Eier hatte, aufzustehen und zu sagen, nein, ich möchte das nicht, nein, ich bin da nicht stolz drauf, nein, das ist nicht das, wofür ich arbeiten möchte und ich würde mich dafür schämen, ich möchte das nicht länger mittragen. Er hat eine Entscheidung getroffen und das ist aus meiner Sicht die einzig richtige Entscheidung, die man als Geheimdienstmitarbeiter in so einer Situation treffen kann. Er hat sich gegen blinden Gehorsam gestellt, gegen... dagegen gestellt, Teil von organisierter Kriminalität zu sein. Wir müssen das Kind auch mal beim Namen nennen. Und er hat seinen gesunden Menschenverstand benutzt. Und das würde ich mir von viel mehr Regierungen wünschen in Zukunft. Und um nochmal auf meinen Vorredner einzugehen, solange die SPD weiter Steigbügelhalter für die Überwachungsunion spielt und nicht dafür sorgt, dass die Gesetze, die seit 2001 in Deutschland unter dem ganzen Terrorwahn, unter dem Terrorverdacht eingeführt wurden, restlos wieder abgeschafft werden. Ja, was haben wir denn da? Wir hatten die Vorratsdatenspeicherung, die noch nicht vom Tisch ist. Wir haben Antiterrordatenbanken, wir haben mehr Zusammenarbeit in Anführungsstrichen, zwischen Geheimdiensten und Polizei. Es gab mal so etwas wie das Trennungsgebot. Und das war aus gutem Grund damals, als die Bundesrepublik Deutschland sich gegründet hat, ein wichtiger Punkt. Denn wir als Deutsche haben doch gelernt, wozu es führt, wenn man diese Trennung nicht hat. Ich möchte keine neue Gesinnungspolizei in diesem Land haben. Und es ist sehr, sehr leicht, sich in Sonntagsreden hinzustellen und in hohen Worten Demokratie, Freiheit, Menschenrechte zu beschwören. Ja, unsere Bundespräsidenten können das immer sehr gut. Aber ich sage euch, der Charakter zeigt sich beim Handeln. Und genau das sollte die Messlatte sein, die wir anlegen, wenn wir darauf schauen, was der NSA-Untersuchungsausschuss bis jetzt bewirkt hat. Wenn wir als Gesellschaft Werte wie Demokratie, Freiheit, Menschenrechte hochhalten, dann machen wir uns vollkommen lächerlich, wenn wir Leuten wie Edward Snowden die Tür vor der Nase zuschlagen und sie in Russland vergammeln lassen. Ja, in Russland. Ich bitte euch. Denn wie wir mit Snowden umgehen, das sagt gar nicht so viel über Russland aus oder über Edward Snowden, sondern das sagt ganz, ganz viel über uns aus, über unsere Demokratie, darüber, wie glaubwürdig wir eigentlich unsere Rechte vertreten. Und da müssen wir uns stärker einsetzen und dafür sorgen, dass die Bundesregierung endlich ihren Job macht. Über 210.000 Unterschriften gesammelt, Asyl und Schutz für Edward Snowden in Deutschland. Und zu meinem Job gehört es regelmäßig, vor dem NSA-Untersuchungsausschuss zu stehen und zu demonstrieren, ja? Und da war letztens so eine Oma, die hatte ein Schild in der Hand und die hat gesagt, ich schäme mich für diese Bundesregierung. Ich schäme mich für eine Europäische Union, deren Parlamentarier nicht in der Lage sind zu erwirken, dass Edward Snowden in Europa in irgendeinem Land Asyl bekommt, dass er Schutz bekommt. Sie schämt sich für die EU-Kommission, weil sie nicht die Eier in der Hose hat, den Regierungen mal zu sagen, was die EU-Grundrechtecharta eigentlich bedeutet, ja? Rechte, die nicht gelebt werden, sind das Papier nicht wert, auf dem sie stehen. Und das müssen wir ändern, denn ich persönlich, mir bedeuten die europäischen Grundrechte sehr viel. Mir bedeutet auch das Grundgesetz sehr viel. Aber ich möchte eben, dass es eben auch gelebt wird und nicht nur in Sonntagsreden gerne so herausgespeit wird und eigentlich ist nichts dahinter. Wir müssen uns ja auch mal anschauen, in was wir für einer Zeit wir eigentlich leben. In der letzten Woche war es noch groß durch die Presse gegangen. Edward Snowden hat so lapidar in einem Interview mal wieder so eine Monstrosität fallen lassen aus seinem Berufsalltag. Kollegen von der NSA tauschen mal gerne Nacktbilder von Leuten aus, die sie mal in sozialen Netzwerken austauschen, einfach mal zu ihrer Belustigung, ja? Vielleicht gibt es irgendwelche NSA-Mitarbeiter, die mal vergleichen, ob ich während meiner politischen Karriere 10 Kilo zugenommen habe. Es gibt einen britischen Geheimdienst, der Zugang auf Yahoo-Mail-Konten hat und Yahoo-Konten im Allgemeinen und darüber über Hintertüren auf Webcams
Zugang hat. Das heißt, wir leben in einer Welt, in der wir nicht ausschließen können, dass irgendwelche Geheimdienste unserer 14-jährigen Tochter zuschauen, wie sie sich irgendwie gerade umzieht, weil sie nicht darauf achtet, ihren Laptop zuzuklappen. Das ist doch ehrlich gesagt obszön. Und Geheimdienste, die unsere Anbieter dazu zwingen, Hintertüren einzubauen, ja, die scheren sich einen Scheißdreck um Cybercrime, Cybersicherheit. Die sind Cybercrime. Sie betreiben organisierte Kriminalität. Sie machen unsere Infrastruktur unsicher. Wir können die digitale Revolution nicht zurückdrehen. Wir leben in einer vernetzten Demokratie. Das heißt, das ist die kritische Infrastruktur, die wir unseren Kindern überlassen. Das ist die kritische Infrastruktur, auf der die Demokratien der Zukunft aufgebaut werden. Und wir lassen es zu, dass Geheimdienste sich mal einfach über geltendes Recht stellen. Und das müssen wir dringend ändern. Ich glaube, es ist endlich an der Zeit, sich zurückzuholen, was eigentlich längst uns gehört. Das ist Menschenwürde, das ist Freiheit und das ist Demokratie. Und das ist unser aller Aufgabe. Das ist Aufgabe aller Parteivertreter, die hier anwesend sind, sich innerhalb ihrer Parteien dafür einzusetzen, dass es auch gelebt wird, ja? Tretet eure Parteikollegen in den Arsch, sagt ihnen, sie sollen etwas tun und nicht nur darüber reden. Und heute, vor einer Woche, hat Edward Snowden bei einem Vortrag in den USA einen Appell an seine Kollegen gerichtet. Den möchte ich auch hier gerne mal in dieser schönen Kulisse an die BND-Kollegen weitergeben. Überlegt mal genau, was ihr da eigentlich tut. Seid ihr stolz darauf, was ihr tut? Ist es das Richtige, was ihr da tut? Überlegt es ganz genau. Und dann trefft eine Entscheidung, die für euch richtig ist. Und wenn ihr seht, dass eure Kollegen eine Entscheidung treffen, dann applaudiert dafür und buht sie nicht aus und sorgt dafür, dass sie Schutz bekommen. Denn das sind die Leute, die für die Rechte unserer Kinder eintreten, für die Demokratie der Zukunft und dafür sorgen, dass wir nicht in einem Überwachungsstaat eines Tages aufwachen. Vielen Dank. Liebe Katharina, vielen Dank für diese tolle Rede. Vielen Dank. Wunderbar. Liebe BND-Mitarbeiter, überlegt euch, ob ihr das Richtige tut.